في هذا عشرة أحاديث كلها صحيحة، عشرة أحاديث كلها صحيحة تدل على وجوب إعفاء الإحلام. ولذلك نقل الإمام النووي رحمه الله وغيره الإجماع على وجوب إعفاء اللحية. والمقدار الذي يحصل به الإعفاء، إعفاء اللحية، هو ما زاد عن قبضة، فما زاد عن القبضة يؤخذ، أما ما دون ذلك فلا يؤخذ. Liebe Geschwister, über das Pflicht des Bartes gibt es mindestens 10 authentische Hadith-Überlieferungen von unserem Gesandten, was alles authentisch ist und von ihm abstammt. Deswegen alle Gelehrten sagen, das Tragen vom Bart ist Pflicht. Und sogar Imam Nawawi rahimahullah sagt, es gibt einen Konsens, ein Ijma. Das heißt, kein Gelehrter hat das widersprochen, sondern alle die großen alten Gelehrten haben gesagt, dass das Tragen vom Bart Pflicht ist. Das heißt, man darf es nicht berühren. Sondern die Frage ist, wie lang darf der Bart sein? Darüber gibt es die Meinungsverschiedenheit. Und die Meinungsverschiedenheit ist, wenn es mehr als das Faustlänge ist, dann darf man das alles, was über den Faustlänge ist, zu kürzen. Aber im Allgemeinen, das Rasieren vom Bart ist nicht erlaubt.